Philosophie. Das heißt wörtlich die Liebe zum Denken. Ultimativ geht es hier also auch um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Kritisches Denken hat viel mit der Analyse von Ideen zu tun, aber auch mit Kommunikation. Nach dem Studium kannst du deshalb ebenso gut in einem Buchverlag arbeiten wie in einer IT-Beratung. Wenn du gerne diskutierst und keine Angst vor einem Gehirnknoten hast, bist du im Studienbereich Philosophie vielleicht genau richtig. In der theoretischen Philosophie geht es um das Verstehen der Welt. Also zum Beispiel um die Frage, was Vorstellung und Realität voneinander unterscheidet. Die praktische Philosophie beschäftigt sich dagegen mehr mit unserem Handeln in der Welt. Hier geht es also um Begriffe wie gut oder böse. Bei der Suche nach Antworten helfen dir Werkzeuge wie Logik, Erkenntnistheorie oder Metaphysik. Und weil es völlig unlogisch wäre, das Rad ständig neu zu erfinden, baust du dabei auf Klassikern wie Aristoteles oder Immanuel Kant auf. Als Mutter aller Wissenschaften zeichnet die Philosophie zwar keinen geraden Karrierepfad vor, öffnet aber deinen Geist für völlig neue Möglichkeiten. Mit welchen Ideen wirst du unser Denken verändern?